Das könnte vom Windrad kommen. Da ist der Questgeber. War wohl Nacht noch nicht da. Hilfe! Oh, ich wollte nicht die Seilwinde nehmen. Ich wollte einfach nur rüberhüpfen. Dann halt so. Das ist schön. Was ist das für ein Lied? Oh, ein sehr altes. Wo ich herkomme, singen die Frauen, damit ihre Männer sicher von der See zurückkehren. Du hast also für jemand Bestimmten gesungen? Für meinen Verlobten. Auch wenn er nie mehr zurückkehrt. Er ist bei der Bombardierung der Stadt gestorben. Ah, das tut mir leid. 11 Jahre Olaf. Ist es her. Und ich denke immer noch an ihn. Ich fühle mich, als hätte mich jemand verflucht. Sogar, dass ich heute hier bin, liegt an ihm. Warum das? Bitte lach nicht. Nein. Vor der Evakuierung habe ich in einem Safe in meinem Büro ein paar Andenken versteckt. Ich dachte, wenn ich sie zurückbekommen könnte, dann suchen mich alle diese alten Gedanken nicht mehr heim. Andenken an ihn? Ja, Briefe. Sie sind sehr persönlich. Leider ist dieses Bürogebäude jetzt eine komplette Ruine. Ich müsste fliegen lernen, um dort hineinzukommen. Ich kann fliegen. Das könntest du tun? Es ist das Bürogebäude dort drüben. Und der Safe? In meinem Büro, oben, in der Personalabteilung. Dreh den Knopf 2-mal nach rechts, 1-mal nach links, dann noch 1-mal nach rechts. Verstanden? Kannst du das wiederholen? 2-mal nach rechts, 1-mal nach links, dann noch 1-mal nach rechts. Kannst du dir das merken? Also 2, 99 und 1? Das kann ich. Es ist lieb, dass du mir hilfst. Aber ich weiß noch nicht einmal, wer du bist. Na, mein Name ist Aiden. Und ich bin Charlotte. Danke, Aiden. Na, das ist gar nichts. Warte hier auf mich. Der Gleitschirm macht so viel besser. Ach, du willst mich da drüben hin? Natürlich tagsüber gut was los hier. Das ist nicht die richtige Abteilung. Typische Behörde sieht man sofort. Ja, alle sitzen auf dem Boden und schlafen. Oh.
Freundin arbeitet in der Personalabteilung. Seid nicht so kritisch dem gegenüber. Ich finde Personalwesen gar nicht mal so interessant. Aber viel Bürokratie, blim blim. Aber nette Leute. Genauso wie Leute, die in der Buchhaltung arbeiten. Haben alle in der Regel mal einen guten Humor. Ich mache meine Runde. Und töte alle mit offener Wunde. Na, schmeckt? Gibt's hier noch irgendwas? Ja, da ist noch ein Safe. Also gut. Wie war der Code? Zweimal nach rechts. Einmal nach links. Einmal nach rechts. Funktioniert. Was ja für sowas bauen die noch ein. Ich bin endlich in Barcelona spazieren gegangen. Die charmanten Straßen waren so einladend. Die Menschen in Barcelona lockten mich mit Wein und der katalanischen Modernismus war überwältigend. Und dennoch bin ich unglücklich. Was soll diese ganze Schönheit, wenn ich sie nicht mit dir teilen kann? Der Wein schmeckt nicht ohne dich. Leute reden und ich wünsche mir nichts sehnlicher als deine Stimme zu hören. Die Sehenswürdigkeiten dieser Stadt verblassen gegen dein Lächeln. Da ist ein guter Mann verloren. Postbote kommt. Postman. Ich habe den Safe gefunden. Hier. Sind das alle? Bist du sicher? Alle aus dem Safe. Sie sind wunderschön. Der Idiot konnte wirklich schreiben. Zu dumm, dass er sie nicht nur mir geschrieben hat. Weißt du, was er direkt vor seinem Tod gesagt hat? Dass er eine andere Frau liebe und bedauere, dass sie nicht in seiner Nähe war. Das werde ich ihm nie vergeben. Was machst du da? Ich befreie mich von ihm. 11 Jahre lang habe ich das versucht. Vergebens. Ich wollte ihn so sehr aus meiner Erinnerung löschen, aber konnte nur an diese verfluchten Briefe denken. Den einzigen Beweis, dass uns je etwas verbunden hat. Jetzt ist er fort. Ohne jede Spur. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hey, warum so ein langes Gesicht? Entspann dich, Aiden. Weil ich ein Pferd bin. Du hast mir wirklich geholfen. Ich fühle mich, als hätte jemand den Fluch von mir genommen.
Es waren auch noch Wertsachen im Safe. Nimm sie, wenn du magst. Bist du dir sicher? Ich lebe nicht mehr in der Vergangenheit. Alles gut, Charlotte. Pass auf dich auf. Alles Gute, Aiden. Ich habe nicht genug Freiheiten im Spiel. Zum Thema, sie hat einen guten Mann verloren. Ich wusste nicht, dass der es noch anderen geschrieben hat. So, das ist erstmal ganz nett. Aber heute sind die Leute ja sofort dran. Oh mein Gott, er kann nette Worte schreiben. Das bedeutet, er hat auf jeden Fall noch 10 andere neben mir. Ich bin eh nicht so der Flirty. Vor allem in Kennenlernsphasen, habe ich schon häufig gesagt. Aber Frauen wäre... Das Geile ist, Frauen wollen das auch nicht so wirklich. Und wenn sie es wollen... Also von den richtigen Personen wollen die das. Sagen wir es so, von den richtigen Personen wollen die das Flirty, von den falschen Personen wollen sie es nicht. Aber effektiv ist eh alles falsch. Außer du hast halt einen geilen Buddy. Da kannst du dir auch mal was erlauben. Hauptsache, du bist treu. Kriegst du vom alltäglichen Überlebenskampf nicht genug Adrenalin? Man sagt ja, Adrenalin löst einen Fight-or-Flight-Reflex aus. Das mit dem Flight vermisse ich definitiv. Flight? Wie Flucht? Nein, Mann! Ich meine Fliegen! Bislang schien es nur eine Person in dieser Stadt zu geben, die fliegen kann. Nämlich Lawan. Aber dann kamst du. Du bist Paraglider? Was vermisst du am Fliegen denn? Kannst doch immer noch fliegen. Ich war Skydiver. Und der Rausch dabei, genau das vermisse ich am meisten. Es wurde immer schwerer, in einem Eichhörnchenkostüm durch die Stadt zu rennen, verfolgt von Virusträgern. Daher entwickelte ich mit meinen Leuten einen ultraleichten und praktischen Gleitschirm, den man ohne zusätzliche Ausrüstung benutzen konnte. Die Nightrunner waren sofort Feuer und Flamme. Sie wollten fliegen lernen, also baute ich ihnen eine Teststrecke. Wir nannten sie Paraglider Stadttour. Ich wählte den perfekten Ort. Weit entfernt vom VNC-Turm, weit entfernt der St. Paul's-Kathedrale und weit genug entfernt von Missy. Damit sie uns mit ihren Spürhunden nicht den Spaß verderben konnten. Und wie ist das gelaufen? Die meisten Teilnehmer waren unterirdisch schlecht. Bis auf Lawan. Sie flog wie ein Adlerküken. Aber den Rekord habe immer noch ich. Wenn du versuchen willst, also gar nicht. Ihn zu schlagen, und wenn dir der Sinn nach Fliegen steht, dann nur zu. Nimm dir einfach den Gleitschirm. Willst du dich verpflichten, Zivilist? Da bist du hier richtig. Nein, ich will mich nicht verpflichten. Ich habe schon einen Job. Ich hoffe, Matt weiß, was er tut. Leute helfen. Glück gehabt. Nein, ich bin drüber geflogen. Du verdammte Scheiße.
Ah ne, ich bin doch nicht drüber geflogen. Vielleicht doch? Ich weiß es nicht. Was soll mit den Kackbäumen hier? Juhu! Hast du Angst vorm Fliegen oder was? Versuch es, Pilger! Ich hab dich geschlagen, du Kartoffel! Du hast meine Zeit geschlagen. Du kannst echt fliegen. Ich werde allen eigentlich mitteilen, dass es einen neuen Herrscher der Lüfte gibt. Und bitte mach das nochmal. Es macht unglaublich Spaß, dir beim Fliegen zuzusehen. Zombies in Apokalypse, Hauptsache Spaß haben beim Ringefliegen. Spaß haben ist ja auch wichtig. Es ist halt eine Open-World-Geschichte. Natürlich musst du Ringe fliegen. Spiele mit gutem Storytelling. Wir verfolgen ja nicht nur die Hauptstory. Aber eigentlich war die Hauptgeschichte gar nicht mal so schlecht von Dying Light, was wir bis jetzt hatten. Nebenquest ist immer so ein... Ja, schwierig. Auch wenn Cyberpunk zum Beispiel nicht so pralle war, sag ich mal, technisch, obwohl ich hatte kaum technische Probleme bei Cyberpunk durchspielen, war es immerhin, ja, Storyteller, also von der Story her und von den Nebenquests richtig gut. Obwohl ich da immer noch von der Witcher 3 immer noch bessere Quests hatte. Am Himmel gesehen. Er war größer als ein Falke, eher wie ein Sperber. Das kam mir irgendwie komisch vor. Hier lebt doch nichts. Zumindest sollte hier nichts leben. Bei den ganzen Chemikalien hier findet man nicht mal Ratten. Ja, stimmt. Also habe ich meine alten Vogeltonbänder rausgekramt und versucht, ihn anzulocken. Und, funktioniert das? Ach, geht so. Entweder habe ich halluziniert oder er will sich nicht einfangen lassen. Vielleicht sprichst du nicht seine Sprache. Doch, doch, das tue ich. Sperber sind darauf programmiert, auf Rufe von anderen männlichen Sperbern zu reagieren, die in ihr Revier eindringen. Was hast du vor? Ich könnte noch einen Trick versuchen, aber das geht nicht allein. Ich würde die Rufe gern von sehr weit oben abspielen, ohne Menschenseele in der Nähe. Mich selbst eingeschlossen. Hast du einen bestimmten Ort weit oben im Sinn? Der Funkturm. Das klingt vielleicht verrückt, aber wenn du das schaffen würdest... Das würde ihn vielleicht rauslocken und ich könnte ihn dann von hier aus mit dem Fernglas beobachten. Klingt vernünftig. Wirklich? Hilfst du mir dabei? Ich kann dir nichts versprechen. Na klar,
Aber falls du mir helfen willst, nimm diesen Kassettenrekorder. Der wird auf jeden Fall nützlich sein. Übrigens, ich bin Adrian. Ich bin Aiden. Ich melde mich. Adrian. Ich hoffe, er reagiert auf den Ruf. Ich hoffe, das führe ich mit. Selbst vor dem Du bist richtig gespannt auf Forspoken, nur weil die Hauptheldin mit Turn schon rumrennt. Kommen einige interessante Titel wieder. Eine Frau. Vorhin wurde gesagt, es gibt keine Weibchen-Zombies. Ich habe es halt meistens schon getötet, bevor ihr gucken könnt, welches Geschlecht das der Zombie hat. Ich freue mich erstmal auf das neue Star Wars-Spiel. Da haben sie schon gezeigt beim ersten. Das hat mir sehr gut gefallen damals. War richtig geil gemacht. Die Mischung von so ein bisschen Souls-Elemente mit Action-Adventure. Das war richtig gut. Geh an, verdammt! Warum? Was ist los? Nichts. Leider. Der Strom im alten Transformatorraum fließt wieder. Aber ich kann ihn nicht nutzen. Ich glaube, die Sicherungen sind durch. Und das wäre meine Chance gewesen, sie wieder zum Leben zu erwecken. Bitte was? Meine Frau Megan. Mit Strom wird sie wieder leben. Also, du willst deine Frau von den Toten zurückholen? Sie wird wieder bei mir sein. Sie wird einkaufen. Wir werden zusammen kochen und bis spät in die Nacht reden. Aber wie, wenn sie... Nun... Oh, wie wir lachen werden. Und bis zum Morgengrauen Filme schauen. Okay, ich gebe auf. Wo sind die Sicherungen? Unten. Dort sind massenweise Infizierte. Ich habe versucht, sie selbst zu holen, aber... Verstanden. Ich werde tun, was ich kann. Oh, ich hoffe, er hat eine Sexdoll einfach. Ich gebe dir alles Wertvolle, das ich noch habe. Meine Megan ist alles, was für mich zählt. Ich warte in unserer Wohnung. Direkt unter uns. Okay, es werden ein paar angezogen vom Krach.
Aber nicht schlimm. Sorry, I have no idea how to play online. I only play with a private lobby. Every time. I'm not very interested in playing together with someone online. Hallo, ich habe die Sicherung repariert. Versuch's jetzt. Warte, warte kurz. Ja, sie lebt. Meine Megan ist am Leben. Komm, schau's dir an. In Ordnung. Und jetzt könnt ihr alle raten, was Megan ist. Könnte auch ein Toaster sein. Raten endet in 3, 2, 1. Achso, Anrufbeantworter. Hallo Liebling. Es ist so schön, deine Stimme wieder zu hören, Megan. Sie hatten keine geraffelten Pommes, also habe ich glatte mitgebracht. Das macht dir doch nichts aus, oder? Natürlich nicht. Glatte gehen auch. Warum schauen wir nicht heute Abend einen Film? Ich bin bald zu Hause. Tschüss. Ist das deine Frau? Ja. Meine Megan. Meine geliebte Megan. Wir schauen heute Abend einen Film zusammen. Kannst du was empfehlen? Ich denke, Megan sollte ihn auswählen. Du hast recht. Danke für deine Hilfe. Ich und Megan, wir sind so unglaublich dankbar. Ich habe etwas von ihrem Schmuck. Sie hat sich zuletzt nicht wirklich hübsch gemacht. Bitte nimm ihn. Ich brauche ihn nicht. Und ich bin sicher, er bedeutet dir eine Menge. Stimmt. Sie sieht damit einfach umwerfend aus. Vielen Dank. Ich bin froh, dass ihr wieder zusammen seid. Sie noch irgendwo im Sessel sitzt. Das werde ich jetzt nicht überprüfen. Ich muss mir eine neue Waffe in der Waffenkammer besorgen. Die See ist abgenutzt. Wir bleiben einfach dabei, dass es eine theoretisch etwas süße Geschichte ist. Gute Nacht, Wolfgar. Im Chat. Und keine Sorge, wir machen auch nicht mehr so lange. Achso, das hatte ich schon geholt.
Ah, scheiße. Ah, hier ist Auftrieb. Ja, leck mich doch. Wie Aktivität nicht verfügbar. Storyfortschritt. Natürlich ist die Aktivität verfügbar. Jedenfalls das für den Vogelkenner. Es gibt hier ein Nest? Es ist alles voll von verlassenen Nestern. Aber in diesem sind Eier drin. Unmöglich! Welche Farben haben sie? Weiß, mit Punkten. Braune Punkte? Genau. Wie viele sind es? Sechs? Fünf. Sperma! Aiden, ich liebe dich! Wenn die Natur in die Stadt zurückkehrt, heißt das, die Luft wird sauberer. Die Menge an chemischen Partikeln in der Luft geht zurück. Geh sofort von dem Nest weg. Und was ist mit dem Rekorder? Kein ernstzunehmender Vogelbeobachter würde einen brütenden Vogel stören. Hoffen wir, dass die Jungen schlüpfen. Ja, sie sind da wahrscheinlich sicher. Ich glaube ja. Danke, Aiden. Das ist wirklich ein toller Tag für mich. Schön, dass ich helfen konnte. Schön gemacht. Ja, wenn ich jetzt zum Observatorium gehe, ich wollte es gleich aufhören, das wäre, glaube ich, ein bisschen, doof. Weil ich das zeitlich nicht hinkriege. Sonst mache ich mich wieder länger, als ich will. Wenn wir schon mal so weit oben sind, können wir ja ein bisschen mit dem Fernglas noch absuchen. Habe ich 5 Eier gesagt? Ich meine 2. Die Herausforderung kann ich ja nicht machen. Da können wir noch ein Porträt einsammeln. Aber dann machen wir Schluss für heute. Ist Marvel Midnight Dingens durch? Nein, Marvel Midnight Dingens spielen wir an einem anderen Tag weiter. Aber ich wollte zurzeit mal für ein paar Tage dasselbe spielen. Damit ich mich nicht ständig geistig umswitchen muss.
Und ich vielleicht auch mal dazu komme, dass Dying Light fertig ist. Gute Nacht, Night Stalker. Willst du mich verarschen? Ah, da oben. Sieh an, was die Katze angeschleppt hat. Guck nicht so blöd. Verdammt, ich möchte der Katze danken, weil du wie ein Typ aussiehst, der mir helfen könnte. Heiße Harper, mal Nightrunner gewesen vor einer Ewigkeit. Und obwohl diese Stadt vor die Hunde gegangen ist, gebe ich trotzdem nicht auf, ihr Schutzengel zu sein. Und jetzt haben wir hier so ein Problem, nämlich Strom. Wo alle anderen eine schöne neue Welt sehen, sehe ich das Ende der Welt. Ist mir nicht entgangen. Plötzlich tauchen all diese neuen Infizierten auf. Wenn du mich fragst, ist das wegen dem Strom? Ist gerade nur eine Vermutung, aber wenn ich Gewebeproben von den Infizierten hätte, könnte ich sicher herausfinden, was mit den neuen Typen los ist. Ich muss hier was vorbereiten. Kannst du mir dabei helfen? Gewebe... Das ist ganz bestimmt von der DESA. Ja, das sind die, den Fußstapfen eines Nightrunners treten, Mutationsproben sammeln. Mit den tätigen Kopfgeldjäger-Geschichten. Kaufst du jetzt was oder nicht? Das ist das Thema, das haben die am DC übernommen. So, das Gerät ist... Jetzt muss ich ganz kurz was zu Midnight Sun sagen. Also ich finde, Midnight Sun ist ein taktisch gutes Spiel. Aber das viele Gerede ist vielleicht für den einen oder anderen nicht das Wahre. Und es ist weit unter dem, was das Potenzial eigentlich des Spiels da ist. Es ist an sich eins der besseren Marvel-Spiele. Das kommt noch dazu. Und es wurde von den Entwicklern so gestaltet, dass du, ob du Anfänger bist oder Profi in Strategie, durch den skalierenden Schwierigkeitsgrad werden alle bedient. Dementsprechend, wie gut oder schlecht du bist. Aber es kommt so bei den Leuten irgendwie nicht an. Aber insgesamt ist es ein sehr gutes und rundes Spiel. Also sind halt komplett an der Zielgruppe vorbei damit. Also die meisten wollen denen keine Chance geben. Und dann kommt natürlich das Problem, die Leute wollten eher ein XCOM 3 von dem Entwickler haben, als ein Marvel-Spiel. Das sieht man auch leider an den Steam-Reviews. Also beziehungsweise, wenn Steam-Reviews gemacht werden, fallen die ja gut aus. Aber es sind im Verhältnis, sage ich mal, für die Größe eines solchen Spiels echt wenige. Und der Start war auch schlechter als von XCOM 2 zum Beispiel. Wobei die auch ein bisschen, also die Marke Marvel selbst schuld ist. Weil ja viele Marvel-Spiele, die zuletzt rauskamen, scheiße waren. Das hat natürlich alle anderen Kunden, beziehungsweise viele Kunden verunsichert, denke ich mal. Potenzielle Kunden vor allem. So, ich muss ein Stück höher. Ich wollte eigentlich nur das Nightrunner-Versteck freischalten. Ich war
man merkt halt an vielen Ecken, dass sich Phyrexis da wirklich super Mühe gegeben hat. Mit ganz viel Hintergrundkram und ne, Informationen zu den unterschiedlichen Charakteren. Dann noch eine gewisse Freiheit beim Storytelling, weil die sich halt für was entschieden haben, was, sag ich mal, jetzt noch nicht so stark verwurstet wurde vom Kino. Und. Und es würdigt halt keiner. Es ist wirklich bitter. Herausforderungen. Aber das Kartensystem ist ja nichts anderes als Skills und Talente, die die erlernen. Es ist nirgends mehr sicher. Es wird als Karte dargestellt. Auch Karten, die halt so Upgrades und so weiter, aber an sich sind es eigentlich Heldentalente, die du zusammenstellst. Bist du ein Feind? Nein. Deshalb, wenn du mal Sale ist und so weiter, denke ich mal, dass viel mehr Leute zugreifen werden. Und die hatten am Anfang das Performance-Problem, das hat sich aber auch schon gebessert. Mit dem Patch, der jetzt zuletzt rauskam. Da war relativ viel an Performance geschraubt. Was, wo wir so doppelt runtergehen. Achso, du willst, dass ich da auf den, das Zwischending gehe. Okay, jetzt bin ich vielleicht doch kurz irritiert. Ich hätte es auch ausgeschaltet lassen können. Das habe ich so eingestellt, dass wenn ich hochfahre, fährt er runter und die sind zum gleichen Zeitpunkt auf derselben Höhe. Kannst den dann wieder einschalten.
damit ich da oben rankomme. Und hier schalte ich den Klops gegenüber ein. Was mich einfach bei den PK-Lagern so ein bisschen stört, ist, dass die so hohe Mauern bauen. Die sind halt so schwer zugänglich später. Da vernünftig reinzukommen. Manchmal wird aus einer kleinen Sorge eine große Not. Lust auf eine Partie Dame? Wo soll das Spielbrett denn herkommen? Kuba hat eins aus der Stadt mitgebracht. Komm nach der Arbeit vorbei und gönn dir ein Päuschen. So, aber an der Stelle machen wir jetzt mal Schluss für heute.